Willkommen zurück zur skeptisch guckenden Lara und mir. Wir suchen immer noch nach einem Hirschen. Komm hier, hier war doch was. Dann nehmen wir das auch gleich mit. Hier. Rapp schneller. Wir wollen uns doch noch um den Hirschen kümmern. Hallo, Hirschelein. So alleine ist es doch scheiße, also komm raus. Ich will dir nichts tun, ich will nur dein Fell. Wenn du es mir freiwillig hergibst, töte ich dich nicht mal. Das ist echt nervig, wenn man so einen Hirsch sucht, aber keinen finden kann. Sieht aber auch cool aus mit dem ganzen Nebel hier und sonst Zeug und da hinten wieder Eis und... Boah, ist einfach geil. Von der Grafik her. Und ja, manchmal bin ich eine Grafikhure, aber das muss halt so sein. Komm, wir suchen erstmal den Hirsch. Ich mache nicht weiter, bevor ich einen Hirsch habe. Die verlassen sich auf mich. Das stehen beim Turm ausbauen helfen. Also können sie sich auch auf mich verlassen. Na gut, wer sich auf mich verlässt, der ist verlassen, aber... Das muss ja keiner wissen, ne? Gut. Ich frage mich aber wirklich, für diese Frage letzte Hirsch ist. Ich meine, da kann ja nicht nur einer gewesen sein. In dem letzten Gebiet, wo Hirsche angezeigt waren, waren Hunderte. Na gut, nicht Hunderte, aber Alter. Zumindest weiß ich jetzt, wo Hirsche sind. Ich weiß, wo ihr seid. Komm, Laura, kletter schneller hoch. Von hier oben aus könnte ich sie erwischen. Das wäre dann schon mal hier das Versteck gewesen. So gut, sie sind mir entkommen. Wobei, dass sie in die Richtung gelaufen sind, können sie ja nicht ultra weit weg sein. Ja, wir können sowas. Wir können denen noch folgen. Sehe ich da hinten was? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das ist ein Pilz. Nein, irgendwas zum Einsammeln auf jeden Fall. Was genau das jetzt ist, kann ich nicht sagen. Ein Stuhl. Gut, es ist ein Stuhl. Aber da sagt sie doch immer was zu, oder? Oder da kann ich mich nicht draufsetzen, okay. Hey, komm, wo sind denn die hingelaufen? Und ja, ich weiß, dass ich meine Instinkte oft einsetze, aber... Naja, so werden sie wenigstens markiert, ne? Warum bin ich denn da einfach drauf zugestürmt? Das wollte ich zwar nicht, aber... So ich hier wahrscheinlich ewig. Oder sie sind respawned? Ne, ich höre sie wieder. Ich sehe sie auch. Da. Gut. Ist sie wieder abgehauen, ne? Fällt ihm ein. Da. Hier, du wurdest vergiftet. Auch wenn ich dafür zwei Giftfälle einsetzen musste. Gut. Ich kann zu ihm zurückkehren. So, bevor wir das machen, nehmen wir nochmal die nächste Quest an. War da vorne. Ich will diese Dinger nicht unkontrolliert im Tal haben. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera.
Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Klar. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Da ist einer. Ein Fall hat er also überlebt. Noch einen hat er. Gut. Da ist noch eine Drohne. Setzen wir mal Pistolenmunition ein. Na, ja, davon habe ich nämlich mehr. Oder die ist nicht so wertvoll hier. Komm schon. Dafür macht sie aber auch weniger Schaden, wenn ich den treffe. 3 Schuss. Ja, das war's auch mit dieser Drohne. Wir nehmen noch das Münzversteck. Das Münzversteck mit. Und wenn es schon da offen rumliegt, dann können wir es auch nehmen. Gut. Dann jagen wir weiter Drohnen. Ach, egal, das wäre für die Herausforderung gewesen, aber die ist mir ja nicht so wichtig. Gibt Wichtigeres. Gucken, wo noch hier Drohnen sind. Hier und da, okay. Sie ist richtig, das ist noch ein Bärengebiet. Oh Mann. Ich mag Bären nicht. Ich höre was. Ja, und ich sehe was. Also ich sehe zumindest das Grüne und da jetzt sehe ich das Blaue. Das ist die richtige Drohne. Einmal getroffen. Das war zu weit weg. Hört sich ja schon fast an wie mein Rechner. Der ist auch immer so scheiße laut. Und die letzte ist auch noch hier. Oh, wir wissen jetzt. Drohne erledigt. Gut, was kriege ich denn? Ich kriege immer schöne Geschenke für die Nebenquest. Die werde ich auch haben. Und dafür machen wir die ja. Und weil wir denen helfen wollen. Und hauptsächlich wegen der Belohnung. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschine gekümmert? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Ah, nee, da war... Ja, cool. Jetzt haben wir noch einen neuen Bogen bekommen. Cool. Nett, nett. Dann möchte ich nur noch wissen, wo... Oder wie ich wieder nach oben komme. Können wir die nächste Quest auch noch abgeben. Eine Frage. Wir sind tote Tiere. Die stören uns gerade eher. Also das heißt stören. Sie bringen uns gerade nichts, weil wir sie ja schon geplündert haben. Ja gut, hört sich irgendwie scheiße an, aber das ist noch ein Mensch. Da war ein Hirsch. Sein Körper ist nur noch da. Der Rest ist irgendwo anders. Wenn es denn einen Rest gibt. Kann ich das hier irgendwie verbinden, dass ich wieder hochkomme? Ich will da nämlich wieder hoch irgendwo. Ja,
Irgendwie muss ich ja wieder zurückkommen. Wahrscheinlich hier. Mal gucken. Sieht jedenfalls nach einem richtigen Weg aus. Ja, scheint so. Gut, dann sind wir wieder zurück. Können die andere Quest noch abgeben, das war hier. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm und sehen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Mach ich doch. Wo ist denn der zweite Turm? Sagst du mir das noch gerade? Hier. Archivkarte kann ich nicht markieren. Ich kann gar nichts markieren. Aber ich weiß ja, wo es ist, da wo wir herkommen. Wieder runter. Ja, mal diese Lauferei hier mit den Leuten. Komm, lass mich runter. Brauch nicht klettern. Das müsste da hinten irgendwo sein. Ja, ja, das ist ja noch ein... Das sind aber ganz viele jetzt. Jetzt schieße ich daneben. Jetzt wollen sie es aber wissen. Wer ist denn der bessere Jäger hier, die Bären oder ich? Zumindest haben wir uns verbessert zu den ersten Parts, wo ich nichts getroffen habe. Oder wirklich nur sehr schwer. Hier sind Kräuter, aber die kann ich nicht gebrauchen. Hartholz kann ich auch nicht gebrauchen. Und da ist noch eine Quest. Ja, die will noch was von uns. Haben wir dir nicht genug geholfen? Willst du noch mehr? Machen wir gleich. Wir bringen es erstmal zum anderen Turm. Der ist hier. Und hier ist wahrscheinlich... Genau. Okay. Kehren Sie zum Wachturm zurück. Gut, wir helfen noch der anderen Frau. Okay, der eine ist ein Typ, aber wir helfen der Frau noch. Lara, darf ich Hallo, da sprechen? Bin ich wieder. Was kann ja, ich für klar. Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja, klar, Jäger. Ja, natürlich. Ich warte hier. Und vielen Dank. Ja, wir helfen noch gerne. Hier war das Wildschwein, das ich gesehen hatte. Gucken, wie viel ich brauche. Na, wird wohl reichen. Ja, wird auf jeden Fall reichen. Ich habe jetzt viel getötet. Nee, nee, kleines Schweinchen. Was haben wir eigentlich für eine Höhle? Irgendeine. Wir können da zwar rein, aber... Das muss nicht sein, oder? Doch, wir gehen mal rein. Da ist Pilz. Ich muss ja Pilze abgeben. Und da ich ja Pilze erhalten will... Ah, hier ist ein Krabbe. Coole Sache, aber wo? Meinen die... Ah, hier. Ja, okay. Hier gibt es so viel zu tun. So viel zu tun. Was es hier in dem Häuschen gibt.
Könnte ja halt gemein sein. Wo ist denn das letzte Wildschwein gewesen? Komm, ich will gemein sein. Das krabbelt hier irgendwo rum. Da. Tschö. Ich weiß, es war gemein. Oh, das gab mir Erfolg. Schinken. Ja. Entschuldigung, Schweinchen. Ich wollte aber nicht noch mehr Pfeile verschwinden. Habe ich ja auch nicht unendlich von. Das war viel, aber nicht unendlich. Cool, cool. Können wir jetzt zurückgehen? Ja, können wir. Ja, ich weiß, dass hier ein Kryptoeingang ist. Können wir nur nicht rein. Glaube ich. Gehen wir das hier ab und dann gehen wir das da oben ab. Lauf, Lara, lauf. Wie läuft die Jagd? Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dürren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Lara. Ich habe gern geholfen. Neue Ausrüstung erhalten, Jägerin. Hast du noch eine Quest für mich? Scheint nicht der Fall zu sein. Weil wenn du was willst, dann sag es mir, dann... Ich meine, ich kann nochmal mit dir reden. Anscheinend nicht. Wenn ich jetzt gleich nochmal zu dir muss, weil du doch nochmal eine Quest für mich hast, dann, ja. Dann möchte ich aber eine geilere Belohnung. Obwohl, ein Heldoutfit? Sehen wir uns mal an. Man weiß ja nie. Ich bin ja langsam ein Jäger geworden. Also eine Jägerin, weil wir Lara sind. Naja. Die Fahrt ist auch gleich wieder vorbei. Geht schnell. Ist hier noch was drin? Oh oh. Habe ich gesagt. Danke. Ich weiß, der arme Bär, der hat uns nichts getan, aber... Naja, warum armer Bär? Ist halt ein Bär, ne? Er muss uns nichts tun, damit wir ihn umbringen. Gut, das klingt... Oh Gott, das klingt falsch. Aber da ich sein Zeug hier will... Muss der eben weichen? Okay, ein paar Pilze, super. Super toll, hat sich voll gelohnt. Gut, dafür haben wir noch Bärenfell erhalten. Wer weiß, wann wir das benötigen. Und ja. Und somit haben wir dem Partner ein bisschen Content gegeben. Content. Auf der Lara. Und dann noch hier rauf. Langsam machen wir uns. Auch wenn ich hoffe, dass wir noch in andere Länder kommen. Das fand ich immer in Tomb Raider geil. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Kampfverbot. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was cool. Denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Hallo. Ah, hier. Ne, doch nicht. Hier. Nein, doch nicht. Irgendwo können wir das da festmachen, oder nicht? Oder wofür ist das da? Für irgendwas muss es ja da sein. Das ist auf jeden Fall was. Kriege ich das denn da runter? Nein, 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 nein. Puh, das war knapp.
Kann ich das nicht abmachen? Ja, doch. Ich weiß, dass das... ich das nicht machen wollte, aber da war ein Pfeil drin. Das ist immer gut. Gut, wir gehen noch zum Lagerfeuer. Gucken uns das an, was wir bekommen haben. Und dann machen wir weiter. Wie läuft es mit dem Schneiden? Oder ich könnte auch fies sein. Lass mich durch. Okay, ich bin fies. Was wir bekommen haben, sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann einschalten würdet. Also, ciao.